Wer von euch kennt Until Dawn, das Videospiel? Hat mich damals mega gefesselt. Da ging es um Teenies, die sozusagen, ja, einen Urlaub machen und dort entscheidest du mit deinen Entscheidungen über das Schicksal dieser Teenies. Und heutzutage gibt es ein neues Game. Es ist vor kurzem rausgekommen, The Quarry. Ich und meine Freundin spielen es auch auf unserem neuen Let's Play-Kanal. Falls du ihn noch nicht kennst, dann check diesen gerne aus. Und ja, was soll ich sagen? 2K hat uns das Spiel bzw. den Code zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür und hat mir zudem heute noch ein Paket gesendet. Und ich dachte mir, komm, wir packen das mal gemeinsam aus. Und ich habe mir gedacht, ich schwärze mal den Rest, so kann man sehen, dass wir da auch tatsächlich von 2K Post bekommen haben. Es ist Take-Two Interactive und ja, die Tochterfirmen davon sind eben ja, 2K bzw. Rockstar Games. Und ja, ich würde sagen, ich öffne das Paket mal und zeige euch den Inhalt. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber ich würde euch ans Herz legen, euch mal The Quarry reinzuziehen. Ich meine, klar, das hier wurde mir umsonst gesendet, aber ich muss tatsächlich sagen, Until Dawn gehört mit zu den coolsten Games, die ich so gespielt habe. Und The Quarry, jetzt nach der dritten Runde, wir sind nämlich erst beim dritten Video, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Gucken wir mal hier rein. Oh mein Gott, meine lieben Freunde, eine Hasselbeck. Eine Bauchtasche. Yes, sir. Wie cool ist das denn? Ja, ist natürlich offizielles Merch. Hier haben wir noch eine kleine Karte. Bitte entschuldige die Verzögerung. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit The Quarry. Ja, mega nice. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das lege ich mal zur Seite. Hier haben wir die Hasselbeck. Hier haben wir einen Getränkewärmer von The Quarry. Ich finde auch den Schriftzug halt mega nice. Ja, ich mag dieses Setting. Ja, ich mag auch, wie die Jugendlichen reden. Es ist etwas modern. Ja, da gibt es coole Themen in dem Spiel. Spiritualität, Tarot und so weiter. Und was haben wir hier noch? Ein T-Shirt, ja. In Größe L. Ich zeige es euch mal so. Hackett's Quarry, ja. So sieht das also aus. So heißt das Feriencamp, wo sich die Teenies aufhalten. Und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Tasse. Sekunde. So sieht sie aus. Auch Hackett's Quarry. Ja, wie cool ist das denn? Und ich persönlich mag ja immer sehr gerne so gebrandete Sachen und vor allem der Schriftzug sieht cool aus. Ja. Ich stehe auf diese düsteren Sachen und dieses Spiel ist düster. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Paket haltet. Habt ihr das Spiel gespielt? Folgt ihr meinem Let's Play-Kanal? Habt ihr unsere Let's Plays gesehen zu dem Game? Habt ihr es ja vielleicht sogar schon durchgespielt? Interessiert mich. Ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich bin's, Dean Tramp.